Heute schauen wir uns endlich mal wieder reale Geistervideos an und analysieren diese zusammen. Euch werden Clips wie diese hier erwarten. What's it's the washroom this, isn't it? Yeah. Laundry. So but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up. Hello? Hello? I feel like there's somebody down there as well. Was wirklich dahinter steckt und ob die gruseligen Aufnahmen authentisch sind, analysieren wir nach dem Intro. Hallo zusammen! Diesmal befinden wir uns auf dem Kanal von Finders Peepers History Seekers. Vielen Dank an der Stelle schon mal an die Jungs, dass ich deren Videomaterial verwenden und analysieren darf. Wie der Kanalname schon verrät, haben sie begonnen mit Metalldetektor-Videos und sind dann aber auf verlassene Häuser und Lost Places umgeschwenkt und erkunden diese. Der Kanal an sich hat eigentlich rein gar nichts mit Geistern oder Übernatürlichen zu tun. Sie wollen einfach nur gruselige und verlassene Orte erkunden. Umso gruseliger wurde es dann eben, als doch seltsame Dinge in ihren Videos passiert sind. Das Ganze wirkt auf alle Fälle besonders authentisch und gruselig, weil sie um die 250 Lost Place Videos haben, aber nur in zwei Videos ist etwas Gruseliges passiert. Die anderen Erkundungen waren ohne paranormale Zwischenfälle. Das lässt zumindest mal darauf schließen, dass sie nichts absichtlich inszenieren wollen, wenn es eben nur so selten vorgekommen ist. In dieser Folge erkunden die beiden ein verlassenes Pflegeheim. Als sie die Räume untersuchen, bekommen sie plötzlich scheinbar eine Antwort von einem Geist. Sie selbst hören es aber scheinbar nicht, denn keiner von beiden reagiert darauf. Hört ihr es? Hier ist die Szene. What's it's the washroom this, isn't it? Yeah. Laundry. It's the washroom this, isn't it? Yeah. Laundry. Es hört sich an wie eine weibliche Stimme. Die beiden sind aber auf alle Fälle alleine dort. Das sieht man immer wieder. Für mich hört es sich sogar so an, als würde der Geist sowas wie Yeah sagen, also ihre Frage mit Ja beantworten. Sie sagen nämlich, dass das wohl der Waschraum ist und das Yeah des Geistes passt irgendwie total und verpasst mir eine komplette Gänsehaut. Hört nochmal genau hin. Ich hätte mir noch vorstellen können, dass es eventuell irgendwie von der Waschmaschine kommt, dass es einfach ein Geräusch ist, weil der Deckel sich leicht zubewegt, aber keiner von beiden kommt dort an. Also es gibt zumindest sichtbar keine logische Erklärung für so ein Geräusch. Hört ihr da etwas anderes raus? Erkennt ihr irgendeine Erklärung dafür? Ab in die Kommentare damit. Da wir ja gerade bei Geister sind, habe ich die perfekte Überleitung für CyberGhost VPN, den Sponsor des heutigen Videos. Was ist CyberGhost VPN? Naja, das sind die größten und bekanntesten VPN-Anbieter mit über 38 Millionen aktiven Usern und einer wirklich Top-Bewertung auf Trustpilot. Ganz klassisch kann man dort seine IP-Adresse verbergen und eine andere IP-Adresse beziehen. Somit ist es dann zum Beispiel möglich, verschiedene Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon oder Disney Plus ohne Blockierungen zu sehen. Für Reisen ist das ebenso praktisch, da man dann auch im Ausland auf einen Server im Heimatland zugreifen kann, weil Netflix zum Beispiel funktioniert im Ausland ja gar nicht. CyberGhost VPN bietet natürlich auch Privatsphäre und speichert keinerlei Daten. Sie haben über 7000 Server in über 90 Ländern, auf die man ganz bequem zugreifen kann. Das Verbinden ist kinderleicht, auf das Land klicken, connecten und fertig. Das Ganze geht natürlich wie üblich auf allen verschiedenen Plattformen und es ist möglich, bis zu 7 Geräte gleichzeitig zu verbinden. Mit meinem Link bekommt ihr bei CyberGhost VPN einen 84% Rabatt in einem 3-Jahres-Plan plus 4 Monate gratis obendrauf. Da zahlt ihr dann nur noch 1,95 Euro im Monat. Zu finden im angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung. Solltet ihr mit dem Service nicht zufrieden sein, könnt ihr sogar noch 45 Tage lang euer Geld zurückverlangen und das Support-Team ist auch jederzeit erreichbar bei Problemen. Ich finde es immer praktisch, ein VPN bei Recherchen zu verwenden, so ist man einfach sicherer. Deshalb nochmal vielen Dank für die Kooperation und weiter geht's.
Der nächste Clip ist noch um einiges gruseliger. Sie durchsuchen dann weiter das Gebäude, bis sie zu solchen Stiegen kommen und oben weiter erkunden wollen, als plötzlich Folgendes passiert. That paper's a bit thick, aren't they? Wallpaper in here is like good quality wallpaper. Yeah, I will say that. Yeah. So, but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up. Hello? Somebody up there. Hello? I feel like there's somebody down there as well. Right, I'm going up. Right, I've gone cold. Did you hear that? Oh, it might have been. I've gone cold because I saw somebody stood there. I saw a leg. Hello? Did you just fart? But they went that way, and there's no way you can go. Man sieht eindeutig eine schwarze Figur oben stehen, die die beiden beobachtet und dann weggeht. Interessant finde ich auch, dass der Geist, falls es einer sein sollte, total menschlich wirkt. Er wirkt nämlich in der Aufnahme so, als würde der Schatten zögerlich weggehen. Erst bewegt er sich kurz in die andere Richtung und dann geht er. Natürlich glauben die beiden, es ist einfach nur ein normaler Mann, der auch gerade diesen Lost Place erkundet. Es sah ja auch verdammt menschlich aus. Auch dachte ich zuerst, dass sie diesen Schatten irgendwie selbst verursacht haben, durch irgendeine seltsame Position des Kameralichts, aber er hält die Kamera still und der Schatten bewegt sich eindeutig trotzdem. Also diese Theorie fällt eigentlich schon mal weg. Der eine läuft dann mit der Kamera auch sofort hinterher, erstmal auch Respekt für diesen Mut, und wenn es wirklich ein Mensch war, gab es keinen Ausweg. Die Stiegen dort sind der einzige Weg hinauf und sie durchsuchen dann oben alle Räume und finden niemanden. Sie schauen sich auch die Fenster genau an. Es gab kein Fenster, wo ein Mensch wirklich so schnell hätte flüchten können. Überall sind entweder Scherben oder es geht viel zu viele Meter einfach tief hinunter. Deshalb sind sie sich dann zu 100% sicher, dass es ein Geist war. Was ich bei dieser Aufnahme noch extrem interessant finde, ist, dass irgendetwas bei den Schuhen aufblitzt. Also es wirkt fast so, als wäre es so eine Arbeitshose mit solchen Reflektorstreifen, wo kurz das Kameralicht reflektiert wird. Wenn man sich das Ganze dann Frame für Frame anschaut, wird es nur noch gruseliger. Als er hinaufschwenkt, sieht man nämlich sofort den beobachteten Schatten, aber durch die Position vom Licht wird ganz kurz mehr sichtbar. Ich erkenne hier nämlich eindeutig auch eine menschliche Hand und es wirkt, als hätte die Person einen grünen Pullover oder auch ein blaues Hemd an. Die Person geht dann beim Raufschwenken gleich ein wenig nach rechts, wo dann aber auch dieser seltsame Reflektor zu sehen ist. Eben wohl von einer schwarzen Arbeitshose und dann geht er ganz weg. Die Bewegung und alles wirkt extrem menschlich und auch mit der Hand und dem sichtbaren Gewand wirkt es nur noch gruseliger. Wir haben jetzt also somit drei logische Theorien, die diese Situation erklären könnten. Sie könnten uns einerseits natürlich belügen und es ist einfach ein Freund oder irgendjemand, der kurz mitgekommen ist, sich dort kurz hingestellt hat und dann weggegangen ist. So eine Person könnte sich natürlich auch irgendwo verstecken und sie durchsuchen alles und finden natürlich niemanden. Aber anhand ihrer Reaktion und dass ihnen das Ganze keine Ruhe lässt, glaube ich persönlich nicht, dass es so abgelaufen ist. Vor allem wenn sie wirklich das selbst inszeniert hätten, hätten sie eben nicht 250 Videos, wo nichts dergleichen passiert. Im Video selbst schauen sie sich danach gleich mal die Aufnahme an, weil sie es nicht glauben können und auch sprechen sie es die ganze Zeit immer wieder an, wie gruselig das war und wie geschockt sie sind. Klar, das könnte natürlich auch gespielt sein, aber es wirkt einfach nicht danach. Die zweite Möglichkeit wäre, es war wirklich ein Mensch, allerdings ein Fremder. Das Videomaterial deutet ja auch irgendwie darauf hin. Ich muss ganz ehrlich sagen,
Einen Menschen würde ich in der Situation noch gruseliger als einen Geist finden. Denkt mal drüber nach. Der stand dort am Geländer, hat auf die beiden hinuntergeschaut, dann wird er angeleuchtet und geht dann still weg. Sie rufen ja auch noch, aber er gibt keinerlei Antworten und ist dann auch nicht mehr auffindbar. Weil auch wenn sie sagen, er kann nicht geflohen sein, was ist, wenn dieser Typ einfach sehr oft dort ist und jede Menge Geheimverstecke kennt? Rein theoretisch könnte er sich ja irgendwo verstecken, in einer Wand oder was auch immer, wo die beiden definitiv nicht suchen würden und sie dann von dort aus weiter beobachten, als sie oben dann alles erkunden. Allein von diesem Gedanken bekomme ich gerade noch mehr Gänsehaut. Man müsste sich wohl das ganze Video von ihnen mehrmals genau anschauen, ob es irgendwo noch Hinweise darauf gibt, dass sie beobachtet werden. Und die dritte Möglichkeit wäre die klassische Geistertheorie. Es gibt auch immer wieder Geisterfotos und auch Videos, wo der Geist auch total menschlich aussieht. Neben diesen Schattengestalten gibt es ja auch noch total detailgetreue Gesichter und so weiter, die hinter jemanden auftauchen. Geister sollen ja schließlich nur die Seelen Verstorbener sein. Da das dort ein Pflegeheim war, würde die Location natürlich sehr gut passen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort Seelen sind, die verstorben sind und keine Ruhe finden. Wenn das wirklich ein Geist war, ist es auch eine der besten, aber auch gruseligsten Aufnahmen, die ich persönlich je gesehen habe. Das würde dann zumindest erklären, warum die Person nicht geantwortet hat und scheinbar spurlos verschwunden ist. Auch würde das die seltsame Antwort in der Waschküche erklären, die man auch nicht vergessen darf. Was haltet ihr von dieser Erkundung? Welche der Theorien glaubt ihr stimmt am ehesten? Alles ab damit in die Kommentare und habt ihr vielleicht eine eigene Erklärung dafür? Ist euch noch etwas Seltsames in diesem Video aufgefallen? Vielleicht findet auch noch jemand etwas im Originalvideo. Auch alles ab damit in die Kommentare. Wie ich erwähnt hatte, gab es ja noch ein zweites Video von ihnen, wo auch gruselige Dinge passiert sind. Wenn ich das auch noch analysieren soll, dann zeigt es mit einem Daumen hoch und schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kümmere ich mich möglichst schnell um einen zweiten Teil davon. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.